Der interessante Fakt ist, dass keine Energie und keine Frachten notwendig sind, um rein das Produkt Naturstein herzustellen. Ja, es ist Energie notwendig, um den abzubauen. Es ist Energie notwendig, um ihn zu verarbeiten. Aber das ganze Feld bis zum fertigen Produkt, wie jetzt zum Beispiel bei einem Betonstein oder bei einem Feinsteinzeug oder bei WPC oder bei Glas, ist keine Energie notwendig, um das fertige Produkt herzustellen. Der Naturstein-Kreislauf ist quasi geschlossen. Ich kann ja, es gibt ja einen eigenen Wirtschaftszweig, gebrauchte Natursteine. Das heißt, selbst wenn ein Naturstein bei seinem ersten Verwendungszweck sein Verwendungsziel erreicht hat, beispielsweise eine Natursteinfassade und das Gebäude wird abgebrochen, wird vorher die Natursteinfassade abgebaut und irgendwo anders wiederverwendet. Unter Umständen nicht unbedingt wieder als Fassade, aber ich kann Natursteinfassadenplatten auch als Bodenplatten in der Gartengestaltung verwenden. Oder ich kann Bodenplatten oder Trittplatten im Garten kann ich mehrfach verwenden. Wenn die irgendwo ausgebaut werden, kann ich die gleich auch als im nächsten Garten wieder einbauen. Und selbst wenn dann mal die Primärverwendung eines optischen Baustoffs tatsächlich irgendwann zu Ende kommt, dann kann ich es immer noch quasi als Schotterrecycling verwenden. Da hat aber das Produkt, das Material, davor schon viel mehr Verwendungszyklen durchgearbeitet, als jetzt, wenn man es zum Beispiel wieder mit Beton vergleicht. Ja, Beton wird in der Regel einmal verwendet und wird dann zwar recycelt, aber dann maximal als Schotter noch eingebaut. Naturstein war ja quasi eins der ersten Baumaterialien, die überhaupt verwendet wurden. Mit Holz zusammen, aber der Stein an sich, der wurde ja, als unsere Vorfahren angefangen haben zu bauen, ja, aus den Höhlen raus, da hat man Stein verwendet. Das Besondere, oder was heißt das Interessante am Stein, ist, dass ja überall auf der Welt Stein vorhanden ist. Ich habe brasilianischen Quarzit, asiatischen Granit, kroatischen Kalkstein, deutschen Sandstein, italienischen Porphyr, norwegischen Quarzit. Ja, ich habe ja überall Stein vorhanden. Und von dem her wurde das halt in der Geschichte, wurde Stein immer verwendet. Als stabiles, örtlich vorhandenes Material, was ich überall dann auch zur ortstypischen Gestaltung verwenden kann. Ich meine, ein Porphyrpflaster gehört in italienische Innenstadt, in Innenstädte, so wie ein kroatischer Kalkstein an die Strandpromenade von Pula gehört. Ja? Und deshalb ist auch ein Naturstein, obwohl wir hier in Deutschland oder in unserem regionaleren Markt international Natursteine verwenden, haben die trotzdem ja immer auch einen lokalen Bezug. Also mir bekannt ist zum Beispiel der Mailänder Dom aus, ich glaube, der ist aus Marmor. Der Kölner Dom ist aus Obernkirchner Sandstein. Das Weiße Haus besteht aus, das Weiß, das kommt durch eine typische Farbe. Ich weiß jetzt das Gestein nicht ganz genau, aber das Weiße Haus ist weiß, weil ein heller Naturstein dazu verwendet wurde. Das Ulmer Münster ist aus Sandstein gebaut. Und so gibt's viele historische Gebäude einfach, die zeitlos aus Naturstein hergestellt wurden. Und was ja dazu kommt, ist, dass in einem Großteil der Fälle, oder ich möchte sagen fast meistens, diese Natursteinvorkommen immer noch vorhanden sind und auch Restaurierungsarbeiten mit dem originalen Naturstein durchgeführt werden können. Bis hin zu so einer Tatsache. Es wurde zum Beispiel im Schurwald wurde ein Steinbruch wieder aufgeschlossen, der vor 100, 150 Jahren Sandstein, in dem Sandstein abgebaut wurde, wo speziell in der Tübinger Gegend Gebäude gebaut wurden. Der wurde dann aufgegeben aus wirtschaftlichen Gründen. Den hat aber wieder jemand reaktiviert, um da wieder Steine abzubauen, um die entsprechenden Gebäude heute zu renovieren und nachzujustieren. Der Lebenszyklus, wenn wir einfach mal von Stand 2021 ausgehen, also der Naturstein kommt fertig in der Natur vor, ja, er ist vorhanden, fertig produziert. Er muss abgebaut, verarbeitet werden, beispielsweise jetzt zu Mauersteine, Platten, ja, und kriegt dadurch einen ersten Verwendungszweck,
in der Gartengestaltung beispielsweise, ja. Sollte der Garten dann irgendwann mal renoviert oder abgerissen werden, was eigentlich unter Naturstein schon eher eine längere Nutzungsdauer hat als mit anderen Materialien, dann können die Steine an sich gereinigt werden und die haben ja durch ihre Verwendung bekommen die ja eine gewisse Patina, eine gewisse Oberflächen, nennen wir es mal Abrieb, der das Ding aber haptisch noch viel, viel interessanter macht, ja, können die auch ein zweites und ein drittes Mal verwendet werden. Und sollte dann irgendwann nach 100, 150 Jahren Nutzungsdauer kein Bedarf mehr sein an diesem Stein, kann er immer noch wieder zu Schotter verarbeitet in den Unterbau von einem dann neu abgebauten Naturstein verwendet werden oder zur Einfärbung von anderen künstlichen Baumaterialien oder dann als Schotter oder Split sichtbar an Draufstreifen von Häusern oder ja, in Verbindung mit Fugenmaterial dann tatsächlich auch in der Fugenverfüllung verwendet werden. Also wenn wir mal die asiatischen Natursteine ob des langen Lieferweges ausklammern, aber wenn wir uns mal auf die europäischen Natursteine fokussieren, da können wir von der CO2-Bilanz nachgewiesenerweise mit allen anderen künstlichen Steinmaterialien oder Gestaltungsmaterialien mithalten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass alle anderen Materialien bis zur Fertigstellung, bis zum fertigen Produkt schon einen CO2-Ausstoß im Sinne von Produktionsenergie und Transportenergie der benötigten Rohstoffe haben. Da hat Naturstein in dem Hinblick schon einen gewissen nachhaltigen Vorteil. Es gibt ja verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten des Natursteins, von gesägt über geschliffen, gestrahlt, gestockt, poliert, gebürstet, geflammt. Ja, und jede dieser Oberflächenbeschaffungs- oder Behandlungsmöglichkeiten verleiht ein und demselben Stein eigentlich in Nuancen ein anderes Aussehen. Also ich kann jetzt mit einer Oberflächenbearbeitung nicht die Farbe des Steines steuern. Die hat der Stein nun mal so, wie er sie hat. Aber im einen Fall kommt die Marmorierung deutlicher raus, in dem anderen weniger. Wenn ich zum Beispiel einen Stein poliere, dann kommt die Farbe und die Struktur extrem deutlich raus. Gleichwohl wird der Stein aber bei Nässe relativ rutschig. Habe ich eine größere Griffigkeit, zum Beispiel über eine gestockte Oberfläche. Stocken ist im Prinzip so, wie wenn ich die Steinoberfläche anritze. Das heißt, der Stein erhält eine tendenziell eher hellere Farbgebung. Ein gestrahlt und gebürstet durch dieses Bürsten, da egalisiere ich dieses Strahlbild wieder. Das ist so ein Mittelding. Also da kann man extrem viel mit Oberflächenbeschaffungen oder Behandlungen, kann man da auch ein bisschen noch in die letzte Nuance der Farbgebung eingreifen. Das macht es ziemlich spannend, den Umgang mit dem Naturstein. Mir wurde auch die Frage schon gestellt, ob man Naturstein einfärben kann. Eigentlich verbietet sich die freie Frage an sich, weil es gibt weltweit vermutlich keine Farbe, die es original nicht im Naturstein gibt. Nehmen wir ein Rubinrot, ein Lapislazuli blau, grüne Steine, einen roten Porphyr, einen gelben Sandstein, einen hellen Kalkstein, einen schwarzen Basalt. Also es gibt wirklich fast alle Farben im Naturstein dargestellt. Wo die Farblichkeit dann ein bisschen an ihre Grenzen kommt, ist natürlich dann, ob jede Farbe Naturstein auch wirklich für den entsprechenden Verwendungszweck geeignet ist. Aber oder auch kostentechnisch. Es gibt einen schwarzen Nero Assoluta aus Afrika. Das ist wirklich ein kohlrabenschwarzer Stein. Der ist aber preislich, sage ich mal, nicht geeignet dafür, da hunderte von Quadratmeter Terrasse zu verlegen. Das ist ein klassisches Küchenarbeitsplattenmaterial. Der ureigenste Verwendungszweck für einen Naturstein, eine Natursteinplatte, ist unsere Terrasse zu Hause. Ja. Die Terrasse vor dem Wohnzimmer oder ja. Und ich habe ja daheim, wähle ich meinen Boden in der Regel ja auch dazu aus, da unter dem Aspekt aus, wie angenehm ist der, da barfuß rauszulaufen. Und das gilt es natürlich nach außen fortzusetzen.
durch die vorher angesprochenen Oberflächenbearbeitung schaffe ich es, einen ohnehin schon angenehmen Stein, ein Grundmaterial, haptisch noch etwas weicher auszubilden, sodass es wirklich quasi schon zum Geherlebnis führen kann. Ich habe häufig, wenn ich im Sommer oder im Frühjahr Beratungen mache, gibt es Kunden, die ziehen sich bei uns in der Ausstellung die Schuhe aus und testen ihr potenziellen Materialfavoriten unter dem Aspekt, wie fühlt sich das an, wenn ich da barfuß drauf laufe. Und bei Stein ist das eigentlich so, mit Ausnahme der ganz schwarzen Steine. Stein hat in sich eine natürliche Kühlung. Stein wird in dem Sinn nie heiß. Aber trotzdem angenehm, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Holz vergleiche. Ich kann mir im Stein kein Spreißel ziehen. Ja, ich brauche es nicht in dem Sinn nicht streichen, nicht schleifen. Von dem her, außer die vorher angesprochene Unterhaltspflege oder die Reinigung, ist Stein eigentlich auch ein relativ pflegeleichtes Belagsmaterial. Und wie gesagt, das mit dieser Haptik kombiniert mit dem angenehmen Gehgefühl ist das natürlich das Nonplusultra für einen Terrassenbelag.